Leipziger Auwald, 8. April 2020, Frühling, Lockdown. Viele Spaziergänger. Auch Miriam, eine junge Mutter, ist mittags mit dem Hund unterwegs, trägt ihr Baby am Körper. Ein Mann greift sie an, schlägt mehrmals mit einem Hammer auf sie ein. Ich saß hier im Homeoffice, wie so viele Leute, und dann erschien so eine Schlagzeile auf meinem Bildschirm: schweres Verbrechen im Leipziger Auwald. Und der Leipziger Auwald ist von hier ungefähr einen Kilometer entfernt. Miriam stirbt, das Baby überlebt. Die Polizei gibt bekannt, tatverdächtig ist der Ex-Freund. Jede vierte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal im Leben körperliche oder sexuelle Gewalt durch den eigenen Partner. Und dann tauchten halt hier im Stadtviertel diese ganzen Graffiti auf. Und überall bin ich auf diesen Begriff Femizid gestoßen. Ich kannte das irgendwie, hatte ich das schon mal gehört aus Südamerika. Da gab es diese riesigen Demos. Und ich wusste auch, in Mexiko werden ganz viele Frauen getötet. Und dann habe ich gedacht, das passiert ja nicht in Deutschland. Also es hat nichts mit Deutschland zu tun. So. Ein Trugschluss, wie die Journalistinnen Caroline Hantjes und Julia Kruschwitz nach 1,5 Jahren Recherche wissen. Das Phänomen Femizid, noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Die Politik will nicht mal den Begriff offiziell anerkennen. In den Bundestag hat er es dennoch geschafft. Femizid ist die Tötung einer Frau in einem geschlechtsbezogenen Kontext. Das sind Tötungen, die in einem Zusammenhang mit der Abwertung und Unterdrückung von Frauen stehen. 2019 gab es 117 Femizide in Deutschland. 2020 waren es 139. Dabei erfasst diese Statistik nur Partnerschaftstötungen. Das heißt, jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Fast jeden Tag findet eine versuchte Tötung statt. Die häufigsten Femizide sind sogenannte Trennungstötungen. In der Regel will sie sich trennen und er kommt damit nicht zurecht und versucht dann, sie umzubringen und drückt damit eine Form des Besitzanspruchs aus. Er will über sie und ihr Leben bestimmen. Er gesteht ihr nicht zu, dass sie das selber tun kann. Und dann reden wir von einem Femizid. Meistens vergeht nach der Trennung ein gewisser Zeitraum, meistens 4 Wochen bis ein halbes Jahr. Das ist somit der gefährlichste Zeitraum. Und da passieren diese Taten. Der Leipziger Überfall am helllichten Tag. Eine Initialzündung. Kruschwitz und Hantjes treffen Überlebende, Angehörige, AnwältInnen. In ihrem Buch Femizide beleuchten sie die oft unsichtbaren Strukturen sexistischer Gewalt. Zeigen, der gefährlichste Ort für Frauen ist ihr Zuhause. Quer durch alle sozialen Schichten und kulturellen Hintergründe. Was ich erlebe im Gericht, ist, dass die Vorstufe, nämlich die geschlechtsspezifische Gewalt, nicht wirklich ernst genommen wird. Dass nicht ernst genommen wird, dass sie tödlich sein kann. Wie lange das passieren kann, eben, dass jemand seine Partnerin oder andere Frauen schlägt, misshandelt, verfolgt, beleidigt, bedroht und nicht wirklich interveniert wird, das ist ein strukturelles Problem. Gerichte, Politik, Medien verharmlosen Femizide oft als tragische Einzelfälle, Beziehungsdrama oder gar Tat aus Liebe. Mittlerweile gehen die Ermittler aber von einer Beziehungstat aus. Bei einem Familiendrama im Münsterland soll der Vater am Morgen noch einer Bekannten erzählt haben, dass er plane, die ganze 4-köpfige Familie zu töten. Viele getötete Frauen suchen vorher Hilfe bei Behörden. Wären die besser vernetzt und über femizidtypische Warnzeichen informiert, wäre fast ein Drittel der Taten vermeidbar. Weil aber immer alles nur individuell betrachtet wird, werden diese Taten nicht verhindert. Sie hat das klassische Muster erlebt. Anfangs ist ihr Ehemann liebevoll. Sie zieht zu ihm nach Deutschland, ist abhängig, isoliert. Er beginnt sie zu misshandeln. Immer Geschrei. Wenn ich ihm widersprach, wurde er gewalttätig. Sie flieht mit ihren Kindern ins Frauenhaus. Er stalkt und bedroht sie. Ich sagte ihm, dass ich die Scheidung will. Er antwortete, von mir trennt sich niemand. Er sagte auch immer wieder, du bist nichts ohne deine Kinder.
Trotzdem bekommt er das Umgangsrecht mit den Kindern. Bei uns ist es immer noch so, dass die Maxime eigentlich steht, es muss unbedingt Umgang stattfinden. Und die Gewalt gegen die Frauen rückt dann eher in den Hintergrund. Oder man spricht von sogenannten Auswahlverschulden. Ist sie ja ein bisschen selber schuld, dass sie sich so einen Mann gesucht hat. Um die Frau zu bestrafen, werden in einem Fünftel der Fälle die Kinder getötet, wie bei ihr. Ihr Mann erstickt beide Kinder, sprüht ihnen Bauschaum in den Rachen, versucht auch sie zu töten. Er wird wegen Mordes verurteilt. Die Verantwortlichen müssen Frauen besser zuhören und sie besser schützen. Seit 2018 ist die sogenannte Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen Bundesrecht. Sie regelt, dass Femizide im familiären Umfeld härter bestraft werden müssen als Tötungen durch Unbekannte. Geurteilt wird anders. Die Trennung gilt sogar als strafmildernd. Wenn die Trennung vom Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt fühlt, was er eigentlich nicht verlieren will, entfallen die Mordmerkmale. Ist das wirklich auf einmal nachvollziehbarer, weil die Trennung von der Frau ausgeht? Ich denke nicht. Ich denke, eine Frau sollte in Deutschland genauso das Recht haben, sich aus einer Beziehung zu lösen wie ein Mann. Punkt. Mehr Geld, mehr Aufklärung durch Anerkennung von Femiziden als strukturelles Problem wäre nötig. Doch genau das lehnte die Bundesregierung im Juni ab. Hoffnung gibt es trotzdem. Es gibt ein Heer von ganz tollen, engagierten Menschen, die sich darum kümmern. PolizistInnen, WissenschaftlerInnen, SozialarbeiterInnen, die genau wissen, was es braucht. Und ich hoffe, dass diese Leute einfach mehr gehört werden. In Leipzig läuft der Prozess um die Tötung von Miriam noch. Der Angeklagte schweigt. Der öffentliche Druck, Gewalt gegen Frauen konsequenter zu bekämpfen, wird dagegen immer lauter.